Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Heute soll es um den persischen Dichter Sadi gehen. Abu Muhammad Musarraf ad-Din Musleh bin Abd Allah bin Musarraf Sirazi. Geboren um 1210, gestorben um 1292. Gebürtig aus Shiraz, und in Shiraz steht auch heute sein Mausoleum, das von vielen Jungen, gerade auch jungen Iranern und Iranerinnen besucht wird, ein Treffpunkt für Jungverliebte. Über sein Leben ist nicht allzu viel bekannt. Sadi war sein Künstlername, der sich richtete an ein Herrscherhaus von Shiraz. Er hat in Bagdad studiert, an der Universität der Nezamiya. Wir haben diesen Namen, diese mit Tresennamen schon kennengelernt, als wir uns mit dem persischen Dichter Rumi letzte Woche befasst haben. Sadi ist dann gereist in Syrien, Palästina, auf der arabischen Halbinsel, im Irak und kehrte 1257 nach Shiraz zurück, wo er dann eine ganze Reihe sehr berühmter Werke und Gedichtsammlungen, Prosaerzählungen geschrieben hat. Ganz berühmt ist der Bustan, der Duftgarten, und der Golestan, der Rosengarten, aus dem ich später zitieren will. Diese Werke sind im Iran sehr, sehr bekannt. Jeder kennt die Geschichten und auch die Verse. Er ist ein Abgott der Iraner und Iranerinnen geworden. Sadi hat auch lehrhafte Schriften geschrieben und Sammlungen von Prosaerzählungen herausgegeben, die zum Teil auch derbere Züge haben. Darauf möchte ich dann in einer Extrasitzung noch einmal zu sprechen kommen, wenn ich auf diese allgemeine Tendenz auch der Literatur im Iran zu sprechen komme, die auch sehr homoerotisch und auch derbe Züge kennt. Das ist ein ganz interessantes Thema. Das wollen wir in einer eigenen Sitzung besprechen. Bis heute wird Sadi zensuriert. Nicht jeder Obrigkeit gefällt seine Werke. Und bis heute gibt es keine kritische Edition seiner Werke, was ich doch sehr erstaunlich finde. In Europa bekannt geworden ist er ab dem 17. Jahrhundert, übersetzt ins Französische 1634. In Deutschland übersetzt erst im 19. Jahrhundert. Beide Zeiten sind sehr typisch dafür, dass sie sich an die persische Literatur angenähert haben. Denn im 17. Jahrhundert besteht die große Gefahr für Europa durch die Türken, durch die Osmanen. Und da suchte man sich einen Bündnispartner, der weiter im Osten lag. Und sozusagen die Osmanen konnte man auf die Weise von Ost und West, vom Abendland und vom Iran her in den Griff bekommen. Das ist eine Phase, wo persische Literatur rezipiert wird. Und dann vor allem auch im 19. Jahrhundert, wenn das Abendland ausgreift im Kolonialismus und Imperialismus in die Länder des Orients, um Handel zu treiben, um Rohstoffe zu bekommen. Das 19. Jahrhundert, auch ein aufgeklärtes, säkularisiertes Jahrhundert, ein Jahrhundert, in dem man anfängt, Religionswissenschaften zu studieren, wo man sich eben auch für andere Religionen interessiert und damit auch andere Regionen, die der Kultur des Abendlandes fremd sind. Heute möchte ich ein wenig aus dem Golestan zitieren, dem Rosengarten, der geschrieben wurde 1259. Das ist eine Sammlung von Geschichten und Gedichten und wie gesagt, eines der wichtigsten Werke der persischen Literatur. Die Erfahrungen seiner Wanderjahre sind in sie eingegangen. Er hat Geschichten erfunden, er hat Geschichten, die er gehört hat, wiedergegeben. Und der Golestan ist in 8 Kapitel
aufgeteilt, die Anekdoten, Aphorismen, Ratschläge bringen und eben wunderschöne Gedichte, die humorvoll sind, aber auch sehr weise. Also ein Kapitel behandelt den Umgang mit Königen, einer die Moral der Derwische, die Zufriedenheit und Vorzüge des Schweigens, einer geht über Liebe und Jugend, über Schwäche und Alter und über die Erziehung und die Regeln zum guten Leben. In der Einleitung berichtet Sa'di, wie er sieht, wie ein Freund am Morgen Blumen pflückt, um sie in die Stadt mitzunehmen. Diese Schönheit dieser Blüten, diese Vergänglichkeit. Und Sa'di sagt nun diesem Freund, dass eben die Blumen, die Rosen nicht beständig sind. Und er beschließt deshalb ein Buch zu verfassen, das Buch des Rosengartens, dessen Blätter der Wind des Herbstes nicht zerreißen kann und die Frühlingslust nicht die Unbeständigkeit, die man im Wechsel der Jahreszeiten beobachtet, aufweist. Viele der sprachlichen Wendungen haben Eingang gefunden in den allgemeinen persischen Sprachgebrauch. Und viele dieser Geschichten sind dann in Europa sehr, sehr beliebt geworden, eben auch Geschichten, die die Könige, die Monarchien kritisieren oder sie auf ihre moralische Pflicht hinweisen oder eben auch die Derwische, also die Vertreter religiöser Gedanken. Beliebt bei zum Beispiel Denis Diderot, bei Voltaire und später dann bei Herder und Goethe. Wie gesagt, auf die homoerotischen Anteile dieser Dichtung will ich in einer Extrasitzung eingehen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach ein paar Zitate bringen aus dem Rosengarten. Und das erste Zitat handelt davon, dass dieses Buch eben sozusagen die Vergänglichkeit der Rosen aufhebt durch Gedichte, die auf Papier geschrieben sind. Wozu soll denn von Rosen für dich ein ganzer Strauß? Aus meinem Rosengarten nimm dir ein Blatt heraus. Nach 5, 6 Tagen musst du die Rosen welken sehen. Die Schönheit meines Gartens wird immerfort bestehen. Ein anderes Zitat. Grünes Kleid bedeckte Baum und Land, prachtvoll wie der großen Festgewand. In des Frühlingsmonats ersten Tagen Nachtigallen auf den Zweigen sangen. Taues Perlen auf den Rosen lagen, gleich den Tränen auf der schönen Wangen. Sa'di schildert auch die Liebeskrankheit. Und die Liebeskranken, ihnen versagt sehr oft die Sprache. Da gibt es einen schönen Zweizeiler dazu. Wüsstest du auch den Koran auswendig herzusagen? Liebekrank, vermagst du nicht mehr ABC zu sagen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Geschichte von dem verliebten Kadi von Hamadan erzählen, die ich sehr amüsant finde. Der Kadi von Hamadan, einer Stadt im Westen des Iran, hat sich in den Sohn eines Hufschmieds verliebt. Der Junge erfährt davon, er stößt Schmähungen aus und der Kadi antwortet ihm darauf. Bei den Arabern sagt das Sprichwort, des Freundes Ohrfeige ist eine süße Feige. Alle Freunde raten dem Kadi ab, seiner Leidenschaft nachzugeben, und sie sagen, er solle den Teppich der Leidenschaft zusammenfalten. Da er die richterliche Würde
Befleck und das könne man nicht zulassen. Aber der Kadi lässt sich nicht abhalten. Er umgarnt den Knaben unter anderem mit Geld und es kommt zu einer nächtlichen Zusammenkunft. Der Kadi verbringt die Nacht schlaflos, den Geliebten im Arm haltend. Und am Morgen wird er von seinen Feinden angeschwärzt. Der König kommt und sieht, was geschehen ist, weckt den jetzt schlafenden Kadi auf und verurteilt ihn und übergibt ihn den Strafknechten. Er soll von einer Burg heruntergestürzt werden als Beispiel für andere. Und der Kadi sagt nun zu dem König: O Herr der Welt, sagte der Kadi, ich bin unter den Wohltaten deines Hauses aufgewachsen und nicht ich allein habe dieses Verbrechen begangen. Lass doch einen anderen hinunterstürzen, damit ich mir ein Beispiel davon nehmen kann. Woraufhin der König lachen muss und die Strafe erlässt und den Gegnern des Kadi folgende Worte mitgibt: Die ihr traget eigner Fehler Schuld, habt mit anderer Vergehen Geduld.